Ja, hallo. Wir haben uns heute hier auf dem Flugplatz getroffen und wollten für euch mal ein schönes Video drehen. Leider sind die Wetterverhältnisse heute nur suboptimal, aber wir haben unser Bestes gegeben und nichtsdestotrotz zeigen wir euch jetzt mal die gesamten Komponenten und ein paar Flugaufnahmen haben wir auch gemacht, aber weiße Schrift auf weißem Grund ist immer denkbar ungünstig. Gut, zum Reingucken machen wir einmal die Haube auf. Was braucht ihr alles für Smoky L? Für Smoky L braucht ihr im Flugzeug drinne als wesentliche Komponente den Smoke Driver. Der Smoke Driver ist dieser kleine elektronische Klotz, der die gesamte Anlage steuert. Der wird über einen Kanal an den Empfänger angeschlossen. Dann schließt ihr an den Smoke Driver noch die Pumpe an. Die beiden Rauchrohre in unserem Fall sind es zwei, eins links und eins rechts und eben die Batterie. Bei diesem neuen Smoke Driver könnt ihr direkt bis 14S alle Akkupacks verwenden, wie ihr das möchtet. Beim Einstecken des Akkus prüft der Smoke Driver, was für einen Akku wir haben und signalisiert das über ein Blinkzeichen, welchen er erkannt hat. So, die zweite Komponente, die wir brauchen im Rumpf, wäre hier unsere Smoke Pumpe. Die Smoke Pumpe, wie gesagt, angeschlossen an den Smoke Driver, fördert das Öl aus dem Tank, den ihr hier nicht sehen könnt, der ist hier unter dem Brett, nach links und rechts in die Tragfläche rein, in die beiden Verdampfer. Und damit sind wir schon bei den wesentlichen Komponenten aus dem Flugzeug draußen. Das sind hier diese Rauchrohre, eins auf dieser Seite und eins da drüben. Anzubauen sind die relativ einfach, hier über so ein Aluprofil. Und ihr braucht dann in der Tragfläche einmal ein Kabel für den Strom und einen Schlauch für das Öl. Den Schlauch könnt ihr gar nicht sehen, weil der Schlauch geht hier gleich senkrecht in die Fläche. Und beide diese Teile kommen dann drinnen im Rumpf wieder an. Die kann ich euch hier einmal zeigen. Hier haben wir das Kabel von der Fläche links. Hier ist das Kabel von der Fläche rechts. Und hier unten ist der Schlauchanschluss. Diese Steckverbinder hier sind in dem Komplettset gleich mit dabei. Das ist dafür da, wenn ihr die Fläche abbaut, könnt ihr hier den Schlauch trennen, ohne dass das ein Tropfen Öl ins Flugzeug kleckert. Ja, das sind im Wesentlichen alle Komponenten, die ihr braucht. Ein Steuerkanal, optimal ein Dreistufenschalter. Wer kann, nimmt sich noch einen zweiten Mischer dazu und schaltet über einen Mischer am Knüppel den Smoke on und off. Und wie das alles gleich live aussieht, das zeigen wir euch.